19 Uhr, schönen Freitagabend bei Tirol heute. In Iselsberg steht jetzt das Reha-Zentrum Ederhof auch für Tiroler Patienten offen. Seit der Eröffnung vor 17 Jahren konnte nämlich keine Einigung mit der Tiroler Gebietskrankenkasse gefunden werden. Aus ganz Europa kommen Kinder mit Transplantationen, um sich am Ederhof nach schweren Operationen zu erholen. 30 Tiroler Kindern wurde der Aufenthalt aber bisher nicht gezahlt. Jetzt sind erstmals zwei Familien aus Nordtirol in Erholung. Es ist jetzt einmal ein Anfang geschaffen und wir hoffen, dass wir mit sachlichen Argumenten und mit dem Erfolg, was wir jetzt mit der Familie hatten, es schaffen können, dass in Zukunft auch mehr Familien und Kinder zu uns kommen können. Der ehemalige Vorstand der Innsbrucker Kinderklinik Lothar Bernd Zimmerhackl hat sich kurz vor seinem Tod für den Ederhof eingesetzt.